Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Prince of Persia, The Forgotten Sands. Wir befinden uns Kanalisation oder sowas? Schiete, ich hab's echt vergessen. Es ist schon viel zu lange her, okay, dass ich Forgotten Sands gespielt habe. Fast 2 Wochen tatsächlich. Ich muss erstmal wieder reinkommen. Überlegen, wie es jetzt hier eigentlich weitergehen soll. Ah, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich. So, ich denke, hier komme ich her. Das kommt nämlich alles sehr bekannt vor. Ja, hier kommen wir her. Okay, das sind alles Sachen, das hätte ich theoretisch vor Folgenbeginn machen können. Wir laden den Checkpoint. Ich bin mir relativ sicher, wir sind in die falsche Richtung gegangen. So, er stellt uns ja auch schon hier so rum hin. Von daher vermute ich mal, dass wir da dran springen müssen. So, wie war das? So war das. Okay. Dann allons-y! Okay, wir kommen da nicht so ohne weiteres dran. Zumindest nicht von hier, aber von da drüben. Von hier müssten wir dran kommen. Und dann einfach immer fröhlich weiterhüpfen. Oh, ich und die Steuerung, ne? Drehst du das bitte einmal richtig rum, Prinz? Eins zurück, bitte. So. Jetzt klettern wir hier wieder runter. Da oben wollen wir hin. Jetzt habe ich das Rätsel verstanden. Hurra! Ah, jetzt spielt die Kamera auch mit. Oh. Da sollten wir vielleicht nicht unbedingt runterhüpfen. Lieber hier da. Und dann nehmen wir die... Oh, lass dich doch da nicht fallen. Den versteckten Sarkophag, da nehmen wir auf jeden Fall mit. Sag mal, was machst du hier gerade? So. Dann halt so. Und es ist ein weiteres Upgrade verfügbar. Dann gucken wir doch einfach mal. In die Upgrade-Box. Welches nehmen wir denn jetzt? Was haben wir denn hier drüben freizuschalten? Erhöhe Länge, Dauer und Schaden der Flammenspur. Oder? Erhöhe den Schaden, den deine Luftstiche verursachen. Ja, nehmen wir das. Änderung anwenden. So. So einfach geht ein Level-Up in diesem Spiel. Ich will da trotzdem nicht runterstürzen. Hops! Oh, muss man sich hier teilweise konzentrieren, das ist ja furchtbar. Weil Timing ja auch so meine Stärke ist. So. Und tatsächlich geht es jetzt wohl hier lang weiter.
da irgendwo hoch? Jo. Wenn dieser Level so komplett drauf getrimmt ist, dass ich hier mit meiner Wasserkraft langkomme, ne? Und ja, Macht der Armee scheint ja zu wachsen. War noch die Erdbeben, ne? Wie diese Armee aussieht. Die Armee des Salomon. Okay, das war... Hops. Und hops. Dieser Teil des Palasts wird auch die Oase genannt. Kein Wunder. Aber da steht die Bäder. Ah, ja, okay, ich weiß schon, wie wir dann ankommen. Aber erstmal sehe ich mich hier noch ein kleines bisschen um. Der Sand wieder. Können wir nicht zerhauen? Ich dachte vielleicht. So. Achso, das Amulett beschützt uns, war irgendwie die Ansage, ne? Katze, glaubst du, das ist eine gute Idee, da jetzt wieder lang zu laufen? Gleich gibt es hier wieder Unruhe. Lass ihn in Ruhe. Es klappt so halbwegs unter Aufsicht mit dem neuen Hund und den Katzen, aber so wirklich ideal ist es noch nicht. Es ist irgendwie auch total süß, das zu beobachten, was die da so machen. So, ich vermute, wir müssen als allererstes jetzt auf diesen Hebel. So, während wir auf diesem Hebel stehen, aktivieren wir unsere Zeitkräfte. Dadurch bleibt ja das Wasser da. Wir können hier hoch und da dran springen. Kann ich die Tür wieder zumachen? Hui! Das übertreibt man nicht. Ups, zack. Das sind ja viel zu viele. Solange der da immer noch neue beschwört. Ey. Ey! Nee, ist er nicht. Sorry. Da ist noch so einer. Und weg mit dir. Alter, ist hier was los. Nur noch ein bisschen aufräumen, ja? Waren für meinen Geschmack noch viel zu viele. Der steht ja immer noch da. Das will ich so aber nicht. Oh, kriege ich von den Gegnern Lebenspunkte zurück. Tatsache. Hui. Und nicht mitten im Kampf. Könnt ihr das mal sein lassen, ihr zwei? Finde ich von euch beiden gerade nicht so schön. Wieder Katze gegen Hund. Katze gewinnt. So wie es aussieht. Treten, ne? Ja. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn, mit dem richtigen Tritt.
Ah, es hat aber trotzdem, es hat viel Kraft gekostet. Dieser Kampf. Ich bin einfach nicht mehr in diesem Kampfsystem drin. Nicht gut. Das sind auch echt viele. Ich weiß nicht, ob die Anzahl der Gegner in irgendeiner Art und Weise in Zusammenhang steht mit meinem Level, weil wir sind ja ein relativ hoher Level. Wenn es ja ein Spielstand ist, der dieses Spiel tatsächlich schon einmal durchgespielt hat. Machen müssen, ist klar. Von Wand zu Wand hochspringen. Von Wasserwand zu Wasserwand, Entschuldigung. So, da hinten können wir uns festhalten. Und dann von hier weiter. Ich glaube, so was die Parkour-Elemente angeht, kommen wir eigentlich relativ gut durch hier. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Wieso wird meine Lebenspunkte schon lange gezeigt? Und hops und hops und hops. Ging doch. Ah, Malik. Besser, ja? Ich bin wohl nicht der Einzige, der stärker geworden ist. Noch nie habe ich solche Zauberei gesehen. Das Siegel beeinflusst dein Denken. Du musst es beenden. Wieso fragtest du nach meiner Hälfte des Medaillons? Willst du die Armee verbannen? Oder wolltest du ihre Macht vielmehr selbst kontrollieren? Beendest du es nicht, tue ich es. Gib mir das Medaillon. Hm. Nein, das war keine Bitte. Oh oh. Wärst du ein anderer, wäre das Hochverrat gewesen. Geh fort von hier. Geh für immer. Warte! Das hätte besser laufen können. Ja, wobei ich sagen muss, dass er sich in diesen Gesprächen auch selten blöde anstellt. Ja, man könnte damit ein bisschen mehr Trickserei arbeiten, weil der denkt offensichtlich ja nicht mehr klar, der Malik. Man könnte damit vielleicht auch tatsächlich auch ein bisschen mehr erreichen. Er beschuldigt mich des Verrats. Was soll ich nur tun? Schiete. Das war so nicht geplant. So. Jetzt habe ich keine Ahnung, was er sagen wollte, weil ich natürlich auch den Text nicht gelesen habe. Ich war am Springen. Ich fange ja nicht an, dass ich gleich wieder verkacke. Aber die Tiere sind was unruhig heute. Zumindest zwischendurch. Und die Katze weiß nicht so ganz, wo sie hin soll. Die sitzt gerade... Läuft gerade über die PS3 drüber. Jetzt steht sie vor dem Mikrofon. Das ist auch ganz toll. Ey, aus. Der schon wieder angescheißert da. Aus, habe ich gesagt. Lass sie in Ruhe. Oh, der ist furchtbar. Kannst du sie denn nicht einfach in Ruhe lassen? Sie tut doch gar nichts weiter. Muss ich jetzt wieder zurück? Ich spring da erstmal rein. Bin ich etwa verrückt? Nein. Ich bin nicht derjenige, der die Armee für sich haben will.
Katze versteckt sich jetzt hinterm Fernseher. Tut mir schon ein bisschen leid. Auf der anderen Seite müssen sich auch irgendwie aneinander gewöhnen, ne? Weil die wohnen beide hier. Und der Hund macht ja, eigentlich macht der Hund ja nichts. Außer der Katze hinterherlatschen, die das nicht leiden kann. Das ist so ein bisschen das Problem hier gerade. Weil ich muss die ganze Zeit dabei bleiben und ich muss aufpassen, was passiert. Ich muss einen Weg finden, uns beide zu retten. Ich glaube jetzt nicht, dass der Hund großartig was mit der Katze macht. Ja, der ist das einfach nicht gewohnt, wenn die sich so schnell bewegen. Dann geht er darauf zu. Aber er hat sie noch nie angeknurrt, er hat sie noch nie angekläfft, auch nicht, als sie sich kennengelernt haben und nichts. Aber ich weiß halt nicht, wie der Hund reagiert, wenn die Katze sich bedrängt fühlt und vielleicht auch mal ausholt und austeilt. Und wie der Hund dann darauf reagiert, wenn er eine gewatscht kriegt, das weiß ich nicht. Und das will ich ehrlich gesagt eigentlich auch nie rausfinden. Deswegen hoffe ich ja, dass es irgendwie so geht auf Dauer dann. Und ich muss halt im Moment immer wie ein Fuchs aufpassen, ja? Was natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch meine Let's Plays beeinflusst. Über da drüben dran springen. Hoch. So. Und dann durch. Auf der anderen Seite der Bäder gibt es natürlich wieder Fallen. Ganz toll. Aber nicht. Einmal rüber. Wow, war das knapp. Das hier ist echt unschön. Das ist echt unschön. Ich muss mich korrigieren. Oh Mann. Aber wir haben es irgendwie doch noch durchgeschafft. Sind da jetzt wieder runter. Okay. Und hops. Abwärts. Und wir haben die königlichen Gemächer erreicht. Und in den königlichen Gemächern befindet sich natürlich auch wieder so ein Bodenschalter. Was auch sonst. So, noch ein bisschen Kraft sammeln. Irgendwo sind doch bestimmt noch Power Stones drin, würde ich gerade sagen. Okay, können wir mit Hilfe von der Wand irgendwo hinklettern? In diesem Wasser hier. Wollen wir bestimmt letztendlich da oben hin. So zum Beispiel. Okay. Ich verstehe immer noch nicht ganz, wieso diese Apparaturen so funktionieren, wie sie funktionieren. Was ist da der tiefere Sinn? So, jetzt hier rüber. Hoch. Ich war mir gerade nicht sicher, ob das geht. Okay, da muss ich mit Timing arbeiten. Gut, dass ich das schon ein paar Mal geübt habe, solche Sprünge, weil ich die Kraft halt erst im letzten Moment aktiviert habe.
Es ist verdammt ruhig geworden, ne? Schlachtenlärm gibt's nicht mehr. Hat da, glaube ich, auch schon mal drauf hingewiesen. Der Ifrit. Barsandi Suleiman. Hala entegama momigiram. Denkt er, ich bin König Salomon? Warum musst du immer diese Sachen nach mir schmeißen? Bedauere, ich kann gerade nicht. Gerade jetzt überlegt sich dieser blöde Kater natürlich, dass er zu seiner Schwester möchte. Und der Hund natürlich wieder auf. Oh, da bewegt sich was. Wenn er mich nicht sieht, folgt er mir nicht. Hoffe ich. Das ist zumindest die Theorie. Und jetzt sitzt der Kater auf der PS3 und ich habe die ganze Zeit Angst, dass er die ausschaltet. Ja, die schalten die ja auch regelmäßig ein, wenn ich nicht da bin. Wahrscheinlich wollen sie weiterspielen. Was wollen die denn da schon wieder? Los, hoch da. So, hier wieder runter. Und auf in die Schlacht. Ich eröffne solche Massenschlachten jetzt prinzipiell nur noch mit diesem Tornado. Alter! Alter! Auf damit! Jetzt komm doch mal her hier! Meine Güte! Du warst nicht gemeint! Okay, warum tritt der Prinz nicht mehr? Er tritt nicht mehr zu. Jetzt tritt er wieder. Okay. Puh, war das nervenaufreibend. Dass diese Tiere immer in dem Moment, wo hier irgendwelche Action ist, wo ich nicht mal kurz das Gamepad zur Seite legen kann, dass sie dann immer anfangen mit ihrem Stress hier. Ja, die Katze kuschelt jetzt gerade mit dem Mikrofon, das hört man bestimmt wunderbar. Die muss aber auch immer wieder zu dem Hund hin, ne? So, hier dürfte es weitergehen. Also sehen wir uns erstmal an den anderen Stellen. Denn da geht's ja auch hoch, ne? Okay, gewonnen. Ich bin neugierig. Ja, sowas haben wir schon gedacht. Wir ein paar Upgrade-Punkte sammeln können. Und dann geht die wilde Hatz weiter, denn hier müssen wir eigentlich lang. Erstmal reizt mich das da unten aber. Denn hier sind noch Vasen. Oh, wir sind ja auf voller Power. Okay, ihr habt mich geirrt, das reizt mich überhaupt nicht.
Oh, nicht schon wieder. Verdammt, wie werde ich denn hier wieder los? Auf damit! Das ist ja furchtbar mit dir! Boah. Moment. Wo ist er denn? Weg. Okay. Das macht mich leicht und ruhig. Ah, da ist er, ja. Aber ich bin wieder weg. Gleich hier in die nächste Horde rein. Wichtigste ist, diese Beschwörer hier auszuschalten. So, jetzt können wir ein bisschen Luft verschaffen hier. Luft. Und tschüss, Mann. Und schon wieder ein Level up. Dann nehmen wir jetzt als nächstes, dass wir hier mal unseren Eissturm verstärken, weil den haben wir jetzt tatsächlich auch das ein oder andere Mal benutzt. Können wir seine Macht auch mal erhöhen. Die Tür ist zu, die sieht aus, als würde sie wieder mit irgendeinem Hebel geöffnet werden. Da oben ist ein Hebel. Nee, doch nicht. Hab mich verguckt. Sorry. Okay, das versuchen wir nochmal. Gut, dass wir diese aufgepowerte Wasserkraftleiste haben. Sonst wäre das teilweise echt stressig, weil wir uns echt beeilen müssen hier. So, sind wir wieder auf maximaler Power. Können wir Vasen erstmal wieder eine Weile in Ruhe lassen. Die Vasen haben uns schließlich auch nie was getan. Und da ist ein Hebel. So, was bewirkt er? Macht die Tür da auf? Macht er die untere auch auf? Würde mich jetzt interessieren, ob die da unten auch auf ist. Ich würde ihn nicht sehen, müsste ich wahrscheinlich so tatsächlich erst wieder unten da klettern. Jetzt eigentlich nur mir so, oder fängt der echt an zu nerven? Hier geht's nicht weiter. Ich finde es schade, dass der uns überhaupt nicht angreift. Sondern tatsächlich nur beobachtet. Guckt euch das an. Steht einfach da und guckt uns zu. Das ist er. Das ist unser Widersacher, der Ifrit. Und während der Prinz sich mit ihm in einem Duell des Anstarrens befindet, ich bin echt gespannt, wer als erstes blinzelt oder wegguckt, würde ich einfach mal sagen, das war Prince of Persia The Forgotten Sands für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe,
Ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht. Und die aktuell laufende Hintergrundmusik erinnert mich irgendwie total an X-Men. An das X-Men-Thema. Ich weiß auch nicht. Achtet mal drauf. Oder spult die Folge zurück, hört es euch einfach mal an. Ist echt wahr.